YouTube, was geht? Hier ist Patrick Spector von Always Overdressed und ich darf euch endlich mal wieder zu einer neuen Folge Monthly Pickups hier auf dem Hauptkanal begrüßen, dem Format, wo ich euch meine gesamten Einkäufe aus dem vergangenen Monat zeige. Aber da wir dieses Format mit Sicherheit ein halbes Jahr nicht mehr durchgezogen haben, hat sich auf der einen Seite sehr, sehr viel Stuff bei mir angesammelt, den ich euch noch nicht gezeigt habe, und ich habe selber so ein bisschen die Übersicht verloren, was ich in welchem Monat gekauft habe. Deswegen ich vorschlagen würde, dass ich das einfach ein bisschen aufteile. Heute werdet ihr ein bisschen sehen und dann in den nächsten zwei, drei Monthly Pickups Folgen immer mal wieder so ein bisschen, einfach aus dem Grund, weil sonst dieses Video, ich will nicht übertreiben, aber sehr, sehr lange gehen würde. Und das ist auch der Grund, warum wir hier vielleicht noch das ein oder andere Piece sehen werden, was dann vielleicht eher für die kälteren Temperaturen geeignet ist. Ein paar Jacken sind mit am Start, sehr, sehr viele Sneaker und Schuhe. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ich bin guter Dinge. Und falls ihr Bock habt, dass wir hier auf diesem Kanal wieder ein bisschen aktiver werden, dass wir wieder so regelmäßig in unseren Rhythmus kommen, dann wisst ihr Bescheid. Gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Dann werde ich da auf jeden Fall versuchen, nicht nur auf Twitch regelmäßig online zu kommen, nicht nur den Patrick Spector Kanal, mit Content zu befüllen, sondern auch hier in alter guter Manier wieder back zu sein. Und wie wir es auch traditionell gewohnt sind, hat sich natürlich Schnäppchen Patrick nicht lumpen lassen und hat auch hier in diesem Monthly Pickups Video das ein oder andere Schnäppchen machen können. Ja, seid am besten bei den Shopping Streams dabei, weil wir haben zum Beispiel gestern noch crazy, crazy Stuff auf Twitch gekauft, der wirklich preislich, ich sag mal so, nicht von schlechten Eltern war. Und wir konnten sogar für dieses Monthly Pickup Video das erste Mal einen Sponsor an den Land ziehen. Also wirklich dickes, dickes Dankeschön an jeden Einzelnen da draußen, der mich in diese Position gebracht hat. Und vielleicht ist ja der ein oder andere Schnäppchenfuchs da draußen, für den dieses Plugin interessant ist, namens Minty. Viele von euch werden es vielleicht sogar schon kennen oder selber anwenden, aber Minty hat eine Vielzahl von Online-Shops am Start, wo ihr automatisch überprüfen könnt, ob es irgendwelche Rabattcodes derzeit gibt, die ihr auf eure Bestellung anwenden könnt. Zum Beispiel, wer kennt es nicht, ihr seid auf irgendwelchen Online-Shops unterwegs, grabt euch eure Pieces und am Ende beim Checkout wollt ihr vielleicht nochmal den einen oder anderen Euro sparen. Und da kommt halt Minty ins Spiel. Ihr könnt da überprüfen, ob irgendwo irgendein 10, 20, 50% Rabattcode existiert, den ihr vielleicht gar nicht kennt, und den dann einfach anwenden. Falls kein Rabattcode existieren sollte, dann wird euch das Ganze natürlich auch direkt angezeigt. Ich packe euch gerne den Link zum Download unten in die Beschreibung. Und sobald ihr das Plugin erfolgreich installiert habt, kann es auch direkt losgehen. Und das ist auch das Stichwort für uns, dass wir jetzt hier loslegen. Ich würde vorschlagen, wie immer fangen wir bei den Accessoires an, hangeln uns dann von Kopf bis Fuß von oben nach unten und ganz am Ende selbstverständlich noch die Sneaker. Let's go! Ich bin gespannt, was ihr zu meinen Pickups sagt, die irgendwann dann vom Dezember bis jetzt bei mir eingetroffen sind. Beginnen wir mit dem Schmuck, und da hat Kollege JD, Grüße gehen nochmal raus an dich, Yannick, mir einige Ketten zugeschickt. Die hatten nämlich, also Grams, sein Urgroßvater, wahrscheinlich Urgroßvater, sein Großvater, hatte eine Collab mit Amour, und da sind einige Ketten rausgekommen. Mein Favorite ist auf jeden Fall hier diese Perlenkette mit einem Herz noch zusätzlich dran. Gefällt mir sehr gut. Da sind auch noch weitere coole Ketten dabei. Zum Beispiel diese hier mit der Rose hat mir auch gut gefallen. Ich weiß gar nicht, ob die Sachen überhaupt noch verfügbar sind, weil wie gesagt, das ist einer dieser Sachen, die bei mir schon Ewigkeiten chillen. Aber gerade diese Perlenkette fand ich sehr, sehr nice und auch cool, dass das alles echt Silber ist und nicht irgendwie, komisches anderes Material, wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen auf jeden Fall, falls die Sachen noch da sein sollten, wie bei allen Produkten, packe ich euch selbstverständlich den Link unten in die Beschreibung. Und nicht nur diese Ketten sind bei mir eingetrudelt, sondern auch eine von Dior. Die habe ich mir nicht selber gekauft, sondern wer den Patrick Spector Kanal verfolgt, der weiß, dass wir hin und wieder mal in den Mystery Boxen reinsliden, und da habe ich tatsächlich diese Dior Kette gewonnen. Wenn ehrlich zu euch, hätte ich mir jetzt wahrscheinlich nicht selber gekauft, aber einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Deswegen hier einmal diese Dior Kette in Silber Gold Two-Tone, also kann man mal machen zu einem weißen T-Shirt und zum Beispiel in einem Kurzarmhemd. Dann sind insgesamt nicht eine, nicht zwei, sondern insgesamt drei Sonnenbrillen bei mir eingetroffen. Einmal eine, die wir uns wirklich sehr, sehr häufig bei den Shopping-Streams angeschaut haben, nämlich diese hier von Rick Owens. Das ist eine weiß-beige Sonnenbrille, die so ein bisschen einen futuristischen Look hat, die mir aber unnormal gut gefällt. Das ist, glaube ich, eine typische Patrick-Sonnenbrille, und da die
mit knapp 600 Euro schon, ja, zugegebenermaßen teuer ist. Wobei, ich habe die sogar im Sale geschossen. Ich glaube, für knapp 280, wenn es mich nicht täuscht. Aber auch das ist sehr viel Geld für eine Sonnenbrille. Habe ich mir noch mal zwei, ich würde sagen, Alternativen geholt. Nämlich von Oakley, die dann in eine ähnliche Richtung gehen, aber vom Preis her deutlich, deutlich günstiger sind. Ich meine, die liegen preislich bei 60 bis 80 Euro, dann schon eher vertretbar. Einmal hier eine komplett schwarze, ein bisschen schmaler, und dann habe ich mir noch eine etwas abgespacedere geholt, nämlich in so einem Grau mit grün-blauen Fenstern, und die ist dann auch ein bisschen breiter. Kann man auf jeden Fall machen. Ich denke mal, der ein oder andere von euch ist mit Sicherheit noch auf der Suche nach einer Sonnenbrille, und das sind auf jeden Fall meine Empfehlungen. Sehr futuristisch, sehr, ja, schon fast abgespaced, aber das ist der Vibe, den ich fühle, und kann man halt, wie gesagt, ja, zu dieser ganzen Rick Owens Ästhetik sehr, sehr gut kombinieren. Letztes Accessoire wäre einmal hier diese Tasche von Carhartt, diese Duffelbag. Habe ich euch auch erst vor kurzem auf dem Vlogging-Kanal gezeigt. Falls ihr da nochmal, ja, genauere Infos haben wollt, dann schaut euch gerne dieses Video an. Ansonsten habe ich halt wirklich sehr, sehr viel Stuff von Januar noch am Start, den ich euch noch nicht gezeigt habe. Sehr viele Sachen von Ruff. Zum Beispiel einmal hier dieser Zipper mit den Patches an der Kapuze. Dabei war auch nochmal ein T-Shirt. Das gibt es in zwei Farben. Einmal hier in diesem wunderschönen Beige mit einer, ja, mit einem Adler, mit einer Möwe. Ich weiß nicht, was das für ein Tier ist, aber ihr seht ja selber das Design. Deswegen brauche ich da jetzt nicht großartig noch was zu erklären. Und auch zwei Longsleeves waren mit am Start. Einmal ebenfalls in diesem Beige mit einem ja, Print vorne drauf. Und auch so leichten Details, die bestickt sind. Und das Ganze dann noch in einem weiteren Design. In dieser Optik hier, selbe Farbe, anderes Motiv. Dann machen wir weiter mit einem nächsten T-Shirt. Beziehungsweise ich habe gar nicht so viele Oberteile ja, dazu gewonnen, sage ich jetzt einfach mal. Sondern eher Sneaker und ein paar Hosen sind mit dabei, die ich euch sehr gerne zeigen möchte. Aber dieses Raf Simons T-Shirt habe ich ebenfalls in den Boxen gewonnen. Kann man ganz gut mal unter einem Cardigan oder so anziehen. Ja, aber ansonsten, ich glaube, das T-Shirt kostet regulär 200-300 Euro und dafür ist es schon, ja, etwas happig, sage ich jetzt einfach mal. Dafür erst vor kurzem gezeigt, Freunde, dieser unglaubliche J.W. Anderson Strickpullover. Da waren wir ja tatsächlich endlich in der Lage, uns einen Farfetch-Deal ranzuholen. Da gibt es auch noch einen Code, einen 10%-Code, den ich euch gerne jetzt auch nochmal hier ins Bild einblende. Vielleicht will der ein oder andere da nochmal einen Euro, den ein oder anderen Euro sparen. Ansonsten schaut euch gerne nochmal das separate Video an, weil da waren einige crazy Sachen dabei, unter anderem dieser Cropped Knit von J.W. Anderson und dann ein weiterer Cardigan, den wir uns auch öfter mal bei den Shopping-Streams angeschaut haben. Ich glaube, viele von euch können sich vielleicht noch daran erinnern, wäre dieser braune hier von Represent. Den haben wir uns, glaube ich, beim Black Friday Sale gekauft. Also da seht ihr, wie lange die Sachen hier schon bei mir hängen und ich sie euch noch nicht präsentieren konnte. Jacken sind auch einige bei mir eingetroffen. Einmal hier diese Lederjacke von Schott, die einen typischen, ja nicht diesen typischen Biker-Look hat, aber immer noch in so eine Biker-Richtung geht. Sehr krasses Material, wirklich unglaublich von der Qualität her. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Schott Lederjacken. Das ist mittlerweile meine dritte, ja vielleicht sogar vierte, die ich habe. Und diese schwarze fand ich nice und kann man zum Beispiel mit einer Lederhose sehr gut anziehen. Dann war der Bro Vested noch so nett und hatte mir ebenfalls ein Paket zukommen lassen. Einmal hier mit dieser Cord Bomberjacke in Schwarz. Die ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut bei euch angekommen. Dann auch mit von der Partie war einmal hier dieser Strickpullover in Blau. Ich meine aber, dass diese Sachen ja komplett schon sold out sein müssten, sodass es da halt relativ schwer ist, an die Sachen zu kommen. Auch wie hier dieser Hoodie. Und abschließend noch eine Hose war auch am Start. Damit habe ich auch tatsächlich schon ein Instagram-Bild mit hochgeladen. Also falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, dann könnt ihr das sehr, sehr, sehr gerne nachholen. Ihr seht selber, ich versuche so ein bisschen schneller über die einzelnen Pieces drüber zu gehen, damit wir einfach ja ein bisschen nachholen. Aber das wird sich auf jeden Fall in Zukunft wieder ändern, sodass wir uns ein bisschen ja, genauer uns die Sachen anschauen können. Zum Beispiel sowas hier muss ich euch nicht nochmal ja, explizit zeigen, weil das sind Sachen, die habe ich bei der Amazon Mystery Box mir abstauben können. Ich packe euch das Ganze auch nochmal in die Beschreibung oder blende es hier ins Bild ein, weil diese Jacke, das ist glaube ich sogar eine Frauenjacke, ist vom Schnitt
super nice, wirklich sehr, sehr nice. Aber wie gesagt, schaut euch am besten nochmal das Amazon Mystery Box Pack Opening an. Kommen wir schon fast zu meiner Favorite-Sektion, nämlich die Hosen. Ich habe mir unbeschreiblich nice Hosen gekauft. Wirklich, ich glaube, jede Hose ist meiner Meinung nach crazy. Wir fangen erstmal mit den etwas günstigeren an. Da hätte ich eine Cargo Pants in diesem Khaki. Und als ich die auf Instagram präsentiert habe, so viele Nachrichten gekriegt. Deswegen, falls sie noch verfügbar ist, schaut euch die gerne mal an. Die kostet 30, 40, 50 Euro, hat diesen sehr, sehr weiten Schnitt. Es hängen noch so Bändel dran, die fallen einfach so nach unten. Gerade für den Preis, brutaler Geheimtipp, wenn man so will. Und die gibt es auch nochmal in einer anderen Optik, in diesem Beige-Ton, beziehungsweise, ja, hellbraun, wenn man so will. Die hat dann nochmal ein paar mehr Taschen an den Seiten, aber ist im Preissegment genauso wie die andere angesiedelt. Dann eine Hose, die so ein bisschen, die von einigen sehr gefeiert wurde. Andere wiederum haben es nicht so gefühlt. Das wäre einmal diese Schlaghose hier mit dem Kontrast-Stitching, so ein bisschen auf True Religion angelehnt. Fast einen Zungenbrecher hier gehabt. Aber die ist auch preislich absolut im Rahmen. Kommen wir dann zu den etwas höherpreisigen Hosen. Da haben wir einmal drei Stück am Start. Zwei davon haben wir schon im letzten Video bei dem Farfetch Opening gesehen. Einmal diese geistesgestörte Undercover Pants. Auch hier wieder hängen so Bändel runter. Ist so eine Mischung aus Cargo Pants, aber auch, weiß ich nicht, Track Pants. Also wirklich ganz, ganz merkwürdige Hose. Gefällt mir sehr gut, auch von der Optik her. Und dann noch eine von Jacques. Von Jacquemus, die ist dann auch sehr speziell vom Design her, sehr stackend. Ich sag mal so, die kostet jetzt 460 Euro, ist nice, aber wenn ich so viel Geld ausgeben will, habt ihr gerade zwei coole Alternativen gesehen, wo man einen ähnlichen Look kreieren kann. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, es muss nicht immer teuer sein. Und kommen wir dann zu der letzten Hose und das ist wirklich eine Hose, die ich bei 25 Grad aufwärts eigentlich permanent anhabe, nämlich meine schwarze Emplissé-Hose von Issey Miyake. Das ist mittlerweile meine zweite Pants. Ich habe auch eine kurze Hose. Ich mag es, wie es fällt. Ich mag es, wie es sich an der Haut anfühlt. Ich glaube, jeder wird mir recht geben, dass das hier eine super nice Pants ist. Ist natürlich auch kostenspielig. Zwischen 200, 300, 400 Euro muss man da schon ausgeben. Abschließend, ihr wisst Bescheid, noch alle meine Sneaker. Und da sind wirklich, ja, fast am meisten eingetrudelt. Wir beginnen mit einem Paar Schuhe bzw. Sandalen, wo ich tatsächlich nie gedacht hätte, dass ich euch die zeige, weil ich war einer der größten Hater von Birkenstocks. Ich weiß nicht wieso, aber ich konnte diese Dinger nie leiden. Irgendwie sind wir dann auch über den Shopping-Stream dazu gekommen, uns zwei zu holen. Einmal hier diese weißen und dann noch einmal ein klassisches Paar, nämlich hier das schwarze, auch mit der Holzsohle bzw. Korksohle. Und ich muss sagen, ich bin zwar immer noch kein Liebhaber, aber mittlerweile kann ich sie mir geben. Zum Beispiel auch gerne mit gerade eben noch gesehen der Emplissé-Hose. Kann das schon ein Vibe sein? Ich würde es jetzt nicht ohne Socken anziehen, aber wenn man sie zum Beispiel auch draußen, also auf der Straße, rocken will, geht das auf jeden Fall klar. Diese Adidas Samba chillen bei mir schon, ich glaube wirklich am längsten von all den Sachen, die wir hier gesehen haben, habe ich mir irgendwann, ich glaube sogar im September oder so gekauft. Wirklich fast ein Jahr hängen die Dinge jetzt schon bei mir und die warten die ganze Zeit darauf, dass ich euch sie präsentiere. Ist natürlich ein Schuh, der nicht jedermanns Sache ist. Viele feiern es, viele aber auch gar nicht. Ich habe darüber schon mit euch gesprochen gehabt, dass die ja so einen, wieder so einen kleinen Hype hatten. Ich habe mich dann eher für den schwarzen entschieden, weil als ich mir ihn gekauft habe, war es so die Herbst-Winterzeit. Deswegen, habe ich mir nicht den weißen gezogen, aber auch einen Schuh, der nicht viel kostet und auf jeden Fall was hermacht. Und auch den kann man sehr gut zu der Issey Miyake Pants anziehen. Dann zwei Doc Martens. Einmal hier den weißen mit der erhöhten Sohle und den Reißverschluss innen. Habe ich schon sehr, sehr häufig angehabt. Kostet 120, 140 Euro und ist allein von der Farbe her, ja, ein bisschen was anderes, nicht der nächste schwarze Boot, weswegen ich den wirklich, sehr, sehr krass finde. Und wenn wir schon von den Docs sprechen, da darf natürlich die Rick Collab nicht fehlen. Habe ich auch schon ein Instagram-Bild mit hochgeladen. Ich glaube, viele von euch haben den jetzt schon, ja, des Öfteren gesehen. Ich habe euch mein Paar noch nie so wirklich präsentiert, zumindest nicht in den Monthly Pickup-Videos, weswegen ich euch hier den Schuh nochmal in seiner ganzen Pracht präsentieren kann. Ich glaube, der lag preislich bei 330 Euro und wenn man den
den mit dem weißen von gerade eben vergleicht, ist das quasi das Doppelte. Aber vom Look her sind die ähnlich. Klar, dieses Lace-System von Rick ist da zusätzlich noch dran. Ich sag mal so, wer jetzt keine Lust hat, Resale zu zahlen, der sollte sich vielleicht mal den anderen anschauen, weil ich bin mir da auch sicher, dass es den nicht nur in Weiß gibt. Dieses Paar Schuhe, hate it or love it, die Lavin hat man auch schon häufiger bei mir gesehen. Ich hatte den tatsächlich noch in einem schwarzen Colorway, habe ich aber nicht behalten, nicht weil er mir nicht gefallen hat, sondern weil er mir nicht gepasst hat. Die fallen eine halbe Nummer größer aus, seid da so ein bisschen vorsichtig. Das ist jetzt hier zum Beispiel eine 41, ich trage meistens eine 41,5 und passt mir perfekt. Der schwarze war eine 42 gewesen und der war mir tatsächlich zu groß, weswegen ich nur den weißen behalten habe, der mir aber auch deutlich besser gefällt. Aber klar, ihr seht selber, der Schuh ist breiter als mein Kopf. Der ist schon so, ja, man sieht ihn auf jeden Fall, wenn man ihn anhat. Aber genau das feiere ich. Aber auch preislich mit 700 Euro. Schon eine gewaltige Hausnummer. Kommen wir dann schon fast zu dem letzten Schuh. Einen Geobasket. Auch da wieder, Freunde, verweise ich auf das Farfetch LPU. Super geiler Schuh. Ich feiere ihn unnormal. Ich habe ihn mir auch nur gekauft, weil ich den schon in Schwarz besitze und ihn so oft gerockt habe, dass ich nochmal ein zweites Paar haben will. Dieser Colorway dann eher mehr für die Tage, wo es vielleicht nicht regnet oder nicht schneit, ihr wisst, weil die sind halt anfällig für Bratwurstflecken, wenn ihr versteht, was ich meine. Hammer Dinger, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele von euch den jetzt nicht so krass feiern werden. Ist halt ein Geobasket. Und wer mit Geobaskets nichts anfangen wird, der ist da halt ja, an der falschen Adresse. Aber ein Schuh, den wir schon in den letzten LPU, in den letzten Monthly Pickup gesehen haben, den ich aber jetzt tatsächlich zweimal besitze, ist der Off-White Dunk. Auch den, Freunde, habe ich in den Mystery Boxen gewonnen, weswegen ich ihn jetzt hier nochmal in einer weiteren Größe bei mir liegen habe. Ich habe ja den anderen so ein bisschen aufgepimpt, indem ich hier diese komischen infrareden Laces ausgetauscht habe, weil so taugt er mir gar nicht. Aber wenn man das Ganze so ein bisschen umswitcht, dann ist das ein Brett, weswegen ich ein zweites Paar eigentlich nicht brauche, weswegen ich den wahrscheinlich auf kurz oder lang ja, verkaufen werde. Oder keine Ahnung, was ich damit machen werde. Ich kann ja vielleicht eins mit den roten lassen und eins mit den beigen Laces. Spaß, weil die roten sind wirklich Trash. Freunde, das war's von dem ersten Monthly Pickup Video, was wir so ein bisschen nachgeholt haben. Schreibt mir gerne als Question auf dem Video in die Kommentare, welches Pickup ihr davon am besten fandet. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.